Ich habe das Gefühl, der Uli und der Lothar, grundsätzlich verstehen die sich schon. Und ich glaube, der Lothar hat ganz speziell, nachdem sie da diesen Zwist hatten, eigentlich eine ganz gute Serie, eigentlich wichtige Tore für uns geschossen, gut gespielt. Und heute Ihre Leistung, wie würden Sie sie einschätzen, so kurz nach dem Spiel? Da fragen Sie am besten den Uli Hoeneß, weil wenn ich sage schlecht oder gut, dann ist er vielleicht wieder anderer Meinung und das muss ja auch nicht sein. Wie bewerten Sie denn die Geschichte zwischen Lothar Matthäus und Uli Hoeneß? Ja, die ist sicherlich ernst zu nehmen, ohne Frage, weil ich sage mal, der Uli hat den Lothar kritisiert und der Lothar hat sicherlich, ich sage mal, aus Verärgerung, aus vielleicht auch Erregung überreagiert und das geht so in der Sache sicherlich nicht so. Und die beiden haben gestern Abend anderthalb Stunden miteinander gesprochen und ich denke, dass wir da das intern lösen können. Die strahlende Lolita, immer eine Augenweide und ihr kämpfender Lebensgefährte. Heute flogen die Nationalspieler zur Nationalmannschaft. Vorneweg der verärgerte Lothar und die kranke Lolita. Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Abflug? Lothar ist sauer, ist angeblich schon fast weg von den Bayern.